Warum lieben wir eigentlich Weihnachten? Weil es eine Zeit des Gebens ist. Und es ist eine Zeit voller Überraschungen. Manchmal vielleicht etwas unerwartet, aber es ist trotzdem eine magische Zeit. Könnt ihr es nicht erwarten, euren Freunden einen Streich zu spielen? Ich habe eine großartige Idee, bei der es um Wunderkerzen geht. Was darf an Weihnachten nie fehlen? Geschenke unter einem schönen Weihnachtsbaum. Ah, da sind Wunderkerzen. Komm, wir machen sie an. Warte, ich will zuerst. Hä, komisch. Die gehen gar nicht an. Sind die nass? Also meine Wunderkerze geht auf jeden Fall nicht. Na super. Meine Freundin hat aber ein bisschen mehr Glück. Ihre Wunderkerze leuchtet. Ich versuch's nochmal. Ich hab wieder Pech. Für diesen Streich braucht ihr eine Rolle Draht. Schneidet ein Stück ab. Und klebt den Draht so zusammen. Vergewissert euch, dass der Kleber gleichmäßig auf allen Seiten verteilt ist. Lasst den Kleber dann trocknen. Jetzt braucht ihr dunkelgraue Acrylfarbe. Und malt den Kleber an. Ihr könnt noch mehr Fälschungen auf die gleiche Weise herstellen. Legt auch eine echte Wunderkerze dazu. Und legt sie wieder zurück. Eure Wunderkerzen sind fertig. Für die nächste Idee braucht ihr eine Klarsichthülle und roten Schleim. Rollt den Schleim aus, um ein flaches Stück zu erhalten. Steckt auch ein Stiel hinein, damit es wie ein Lolli aussieht. Dekoriert den Lolli dann mit Streuseln. Und legt ihn in den Gefrierschrank. Entfernt ihn, sobald der Schleim gefroren ist. Dekoriert ihn noch mit einer schönen Schleife. Jetzt könnt ihr euren Freund diesen speziellen Lolli anbieten. Was? Für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Denkt aber dran, früher oder später wird der Lolli auftauen. Und sie hat nur noch glitschigen Schleim in der Hand. Hä, Schleim am Stiel? Naja, um ehrlich zu sein, sind nur die Streusel essbar. Und man kann es nicht wirklich als Lolli bezeichnen. Es ist eher ein Jelly Pop. Aber es ist doch witzig und schön glitschig. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr ein lustiges kleines Geschenk machen könnt. Ihr braucht eine Flasche Wasser und druckt ein Etikett mit der Aufschrift Geschmolzener Schneemann aus. Schneidet es so aus, dass es in die Flasche passt und klebt es auf die Flasche. Klebt eine Schleife an den Hals und legt die Flasche in die Geschenktüte. Meine Freundin ist so aufgeregt, ihr Geschenk zu öffnen. Ich gebe es ihr. Oh, wow, was ist das? Ein geschmolzener Schneemann? Also, das habe ich nicht erwartet. Ja, armer Kerl. Durch die globale Erwärmung ist er schnell geschmolzen. Es ist zwar ein seltsames Geschenk, aber immerhin habe ich was zum Trinken. Hey, wenn du denkst, ich habe dir gerade eine Flasche Wasser gegeben, irrst du dich. Hier ist das wahre Geschenk. Es hing die ganze Zeit am Kamin. Für diese Idee braucht ihr einen Weihnachtsstrumpf. Und Schleim. Legt den Schleim in den Strumpf. Meine Freundin gibt mir den Strumpf. Da ist etwas Kaltes und Glitschiges drin. Was ist das, eine Qualle? Nein, es ist nur Schleim. Wow, so viel? Und es glänzt so. Sie ist die Einzige, die sich nicht über Schleim freut. Da kann wohl jemand nicht ohne ihr Smartphone im Bad sein. Sie ist richtig in ihrem Spiel vertieft. Yay, gewonnen! Oh, wo ist das Toilettenpapier? Es gibt stattdessen nur eine Schicht Satin-Deko. Was ist das, ein Weihnachtswitz? Haben Elfen dieses Badezimmer dekoriert? Hilfe, ich brauche Toilettenpapier! Für diese Idee braucht ihr zwei Geschenkbandrollen und eine Toilettenpapierrolle. Tragt etwas Heißkleber auf und bringt das Ende des Bandes an. Klebt das andere Ende daneben. Die beiden Bänder sollten sich leicht überlappen. Wickelt dann die Seidenbänder ein. Jetzt sieht es fast so aus wie eine Toilettenpapierrolle. Und jetzt müssen wir die Rolle nur noch dahin stellen, wo sie sonst immer steht.
Und meine Freundin wird sich sowas von wundern, wenn es kein Toilettenpapier mehr gibt. Ich glaube, ich höre sie sogar fluchen. Aber alle Streitereien enden früher oder später. Und es macht richtig Spaß, das Haus für die Feiertage zu dekorieren. Hier kommt meine Freundin mit einem Geschenk. Wow, was für ein süßer Pullover. Ich kann es kaum erwarten, ihn anzuprobieren. Aber natürlich gibt es hier auch einen kleinen süßen Streich. Meine Freundin hat es noch nicht rausgefunden. Ist der Schmuck auf dem Pullover essbar? Und jetzt ist die Hälfte auf dem Pullover verschwunden. Oh, nicht schlecht, das ist echt praktisch. Wenn wir Hunger bekommen, finden wir immer auf dem Pullover was Leckeres. Wie man diesen Pullover herstellt? Das ist ganz einfach. Ihr braucht einen Pullover und viele große und kleine Sicherheitsnadeln. Durchstecht den Stoff mit der Nadel. Jetzt braucht ihr ein paar Marshmallows und Süßigkeiten. Steckt sie auf die Nadeln und dekoriert den Pulli mit köstlichen Leckereien. Der Pulli sieht zu schön aus, um ihn zu tragen. Aber die Süßigkeiten wollen von euch gegessen werden. Jetzt braucht ihr eine Chipsdose. Schneidet zuerst den Boden mit einem Cutter ab. Und nehmt den Plastikdeckel ab. Schneidet den Rand mit einem Skalpell ein. Ihr solltet einen schwarzen, flachen Kreis erhalten. Jetzt braucht ihr eine längliche Papprolle. Besprüht die Rolle Silber. Und klebt den schwarzen Kreis vom Deckel an das Ende. Bemalt als nächstes einen Tischtennisball rot. Klebt die Kugel auf das andere Ende der Rolle. Setzt jetzt die Rolle mit dem Deckel in die Dose. Wickelt dann die Dose ein. Und bringt am Ende eine Schleife an. Zeit, Geschenke zu öffnen. Sagt am besten eurer Freundin, dass es eine Partybombe ist. Sie wird euch glauben und die Chips fliegen überall rum. Ich habe noch nie so ein leckeres Feuerwerk gesehen. Naja, sie scheint es wohl nicht lustig zu finden. Überall auf dem Boden liegen jetzt Chips. Jetzt braucht ihr eine Box. Nehmt erstmal den Deckel ab und dreht die Box um. Schneidet zwei rechteckige Löcher aus und lasst einen Streifen in der Mitte. Dann braucht ihr ein ferngesteuertes Auto. Klebt etwas Klebeband auf die Unterseite und tragt darüber Heißkleber auf. Klebt das Auto auf den Streifen der Box. Die Box auf Rädern ist fertig. Schließt den Deckel und parkt es unter dem Weihnachtsbaum. Meine Freundin sieht die schöne Schachtel. Wow, das muss mein Geschenk sein. Ja, wenn du es fangen kannst, das ist gar nicht so leicht. Ich krieg dich. Jetzt braucht ihr eine Toilettenpapierrolle. Schneidet die Rolle einmal durch. Legt einen Objektivdeckel oder einen anderen runden Gegenstand auf ein Blatt Papier. Und schneidet zwei Kreise aus. Klebt die Kreise jeweils an das Ende der Rolle. Formt einen Kreis zurecht und malt alles schwarz an. Jetzt braucht ihr ein paar Spielzeugaugen. Und eine Karottennase aus Papier. Und jetzt kommt der interessanteste Teil. Füllt die Toilette mit Rasierschaum. Und setzt den schwarzen Papierzylinder auf. Legt die Karotte in den Schaum und die Augen. In der Toilette lebt ein echter Schneemann. Lasst uns den Klodeckel runterklappen und warten, bis jemand auf die Toilette muss. Die Reaktion wird unvergesslich sein. Und während meine Freundin mich sucht, gehe ich heimlich ins Bad und drücke die Spülung. Hey, was ist denn los? Ein Schneemann? In der Toilette? Du hast wohl geträumt. Das will ich sehen. Wo denn? Ich sehe keinen Schneemann. Was? Ist der wirklich geschmolzen? Er war weiß und flauschig. Mit deiner Nase und Kulleraugen. Ich glaube, du hast einfach nur geträumt.
Hier soll ein Schneemann sein? Ja, klar. Für den nächsten Streich braucht ihr ein paar Mentos-Packungen. Legt einen Teil der Pfefferminzbonbons in einen Mörser. Und verarbeitet sie zu Pulver. Diese Mentos sehen wie Zucker aus. Jetzt braucht ihr einen Pappbecher und ein Stück Pappe. Schneidet einen Kreis aus und stecht ein paar Löcher hinein, damit es aussieht wie ein Salzstreuer. Gießt den Rest der Mentos in den Becher, deckt es mit dem Deckel ab. Und jetzt könnt ihr eure Freundin austricksen. Bietet ihr eine leckere Cola zum Trinken an. Aber wenn sie die Cola in den Doppelbohnenbecher gießt, könnte es sehr explosiv sein. Es ist eine richtige Schaumparty. Zeit für weitere Experimente. Ihr braucht etwas Wasser und eure Zuckermentos. Fügt das Wasser hinzu. Und einen Löffel Zucker. Seht ihr, was passiert? Wir haben endlich einen Brunnen. Übrigens macht das Teetrinken viel mehr Spaß, wenn ihr anstelle des Tees Cola in den Wasserkocher gießt und dann den Tee mit den Mentos süßt. Ich liebe chemische Streiche. Ich habe schon eine neue Idee. Ihr braucht zwei Schals, eine Nadel und einen Faden. Näht die Schals zusammen. Der Abstand sollte jeweils etwas größer sein. Näht am besten noch ein paar Schals, was ihr so im Schrank finden könnt. Legt die Schals dann in den Schrank. Und wenn meine Freundin den Schrank öffnet, fallen ihr viele Klamotten auf. Wem gehört das denn? Nimmt jemand an einen Schalwettbewerb teil? Und wie soll ich jetzt meinen Hals warm halten? Ich hatte genug Streiche für den Tag. Du mal wieder. Es gibt nie zu viele Streiche. Jetzt braucht ihr Haferkekse. Fügt etwas Wasabi hinzu. Und bedeckt den Keks mit der Mischung. Versteckt den Wasabi unter einer Schicht Schlagsahne und fügt da Streusel hinzu. Wow, es sieht sehr lecker aus. Jetzt braucht ihr vorgefertigte Gelatine und ein Glas Milch. Gießt die Gelatine in die Milch und mischt es gut. Fertig! Legt die Kekse und die Milch unter den Baum. Oh, hat jemand leckere Kekse für den Weihnachtsmann bereitgestellt? Er isst die sowieso nicht. Ihr gehört mir Kekse! Aber sobald sie ein Keks ist, können wir nur Mitleid mit ihr haben. Sie kann das Wasabi-Feuer nicht mit Milch löschen. Sie kann es nicht trinken. Die Milch fällt aus dem Glas. Anscheinend hat sich meine Freundin wohl gerecht. Na warte, wer zuletzt lacht? Ich habe auch einen gemeinen Streich. Was wohl passiert, wenn meine Freundin statt Deo Kunstschnee benutzt? Wow, sie hat bestimmt nicht mit winterlichen Achseln gerechnet. Hey Elsa, du bist jetzt die Schneekönigin. Wir können noch einen weiteren Streich mit Kunstschnee. Ihr braucht eine Geschenkbox und eine Dose Sprühschnee. Befestigt eine Stecknadel am goldenen Seil. Macht dann einen Knoten und führt die Nadel durch das Loch der Sprühdose. Befestigt es mit Klebeband und legt es in die Schachtel. Bringt auch unten etwas Klebeband an und befestigt das Ende des Seils auch mit Klebeband am Deckel der Schachtel. Schließt dann den Deckel. Wartet jetzt einfach auf den richtigen Moment. Wer dieses Geschenk öffnet, wird das Herzstück unserer Weihnachtsdekoration sein. Wie fandet ihr unsere weihnachtlichen Streiche? Schreibt uns, was ihr so Lustiges anstellt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.